Sehr verehrte Anwesende, im Swissbau Magazin 2014, wenn man das durchgeht, lesen Sie Stichworte wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Verdichtung, Mikroarchitektur, Hybridkonstruktion, Brandschutz, Gebäudetechnik, funktionale Materialien, Conceptual Living etc. etc. Diese und ähnliche Schlagwörter oder Titel, müsste man sagen, bestimmen eben dieses Swissbau Magazin. Schön, dass Sie die Zeit finden, sich mit uns, mit den Figuren zu befassen, die solche Stichworte eingetrichtert erhalten, um dann der Erwartung gerecht zu werden, aus diesen Einzelaspekten einen Gesamtblick und eine Haltung zu finden, die wesentlich ist, die eine tragende Komponente für das Metier der Architekten ist. Zu dieser Veranstaltung laden ein der BSA, Bund Schweiz Architekten, in Zusammenarbeit mit DA, der ETH Zürich. Ich muss leider entschuldigen, Andrea de Plazes, ein Unfall in seiner Familie hat ihn kurzfristig ins Ausland gerufen. Dann darf ich Ihnen vorstellen, Sascha Menz, Dippelach ETH Professor, Dippelach ETH SIA, BSA, RIBA, Mitinhaber des SAM Architekten, also nicht SAM, SAM Architekten in Zürich. Er ist Vorsteher des Instituts für Technologie in der Architektur ITA an der ETH. Und wir haben vorher darüber geredet, dass ich noch erwähnen müsste, dass er ein sehr guter Koch ist. Ich übergebe dir also das Wort. Okay. Dankeschön, lieber Paul. Auch Paul, ein begnadeter Koch, aber das weiß ich nur vom Hören sagen, hat mich noch nicht eingeladen, aber vielleicht schaffe ich das ja heute auf dem Rückweg mit dem Zug. Ich habe dieses Jahr den Weg nach Basel mit dem Zug gefunden und war überpünktlich, nicht so wie letztes Mal, als ich hier etwas gehetzt ankam mit leichter Verspätung. In diesem Sinn freut es mich, dass ich Sie durch die Veranstaltung führen darf. Das ist eigentlich nicht mein Tagesgeschäft, in diesem Sinn als Ansager oder Moderator zu wirken, aber in Zusammenarbeit mit dem BSA und unserem Departement an der ETH Zürich haben wir uns entschieden, dass wir das zusammen, Paul und ich, heute durchziehen wollen. Und wir sind dankbar über die Gastfreundschaft hier an der Swissbau. Das Programm heute ist relativ einfach. Vittorio Maniago Lampugnani, Vini Maas und Paul Knill werden ganz kurz oder vielleicht etwas länger, wir lassen uns überraschen von den einzelnen Figuren und Persönlichkeiten, in das Thema einführen. Future Architect, das klingt schon bald nach Weltraumforschung. Ich glaube nicht, dass wir in diese Richtung heute gehen werden, sondern es geht sehr einfach, aber dennoch natürlich mit komplexen Attributen. Es geht um die Zukunft des, sagen wir es, im Werner Oechslinschen Sinne, um das Metier. Er hat diesen Ausdruck in den letzten Jahren geprägt. Natürlich hat Werner Oechslin als Historiker diesen Ausdruck auch irgendwo in seinem tiefen Fundus an Büchern gefunden. Es ist de facto und de jure ein sehr altes Metier, wie wir wissen, und wir werden uns heute darüber unterhalten, vielleicht etwas im historischen Sinn, im handwerklichen Sinn, aber auch im weltmännischen Sinn in Betracht zu ziehen, dabei die Zukunft. Das ist letztendlich das, was wir heute versuchen werden. Wir werden versuchen, die Zukunft unseres Metiers, alle vier, die auf der Bühne sind,
sind Architekten und sind praktizierende Architekten. Alle sind irgendwo, irgendwie mit der Lehre verbunden und machen da sicherlich auch einen sehr einflussreichen Teil ihrer Arbeit. In diesem Sinn, hier haben Sie das Programm. Wir werden nun Vittorio Maniago Lampugnani auf die Bühne bitten. Vittorio Lampugnani ist kein unbeschriebenes Blatt. Vittorio ist Altvorsteher an der ETH Zürich des Departements für Architektur, hat viel Erfahrung in der Lehre. Er ist der Vorsteher des Instituts für Geschichte und Theorie der Architektur und leitet dieses Institut mit viel Kraft und auch mit viel Überzeugung. Wir kennen zahlreiche Publikationen. Ich verschone Sie mit der Aufzählung, weil wir wären sonst noch länger. Hier eine wichtige Publikation, sicherlich die Architektur der Stadt im 20. Jahrhundert. Das ist einfach immer vergriffen, Vittorio. Man muss einfach schauen, dass da... Ist das Wagenbach? Ach, ich darf keine Werbung machen, richtig. Aber die sollten da mal ein bisschen Gas geben mit dem Nachdrucken. Er ist tief verwurzelt mit der Forschung, aber ein leidenschaftlicher Architekt auch mit Büros in Mailand und in Zürich. Und wie Sie wissen, er hat seine Spuren hier in Basel hinterlassen, natürlich mit dem Masterplan und einem Gebäude auf dem Campus der Novartis. Also in diesem Sinn auch für Basel, denke ich, ist Vittorio kein unbeschriebenes Blatt. Und in dem Sinn möchte ich dich einladen, Vittorio, dass du uns hier das erste Input-Referat gibst. Herzlichen Dank. Prego. Ja, einen schönen guten Tag. Vielen Dank, Sascha, für die sehr nette und liebenswürdige und freundschaftliche Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich darf Sie gleich beruhigen. Ich muss meine Papiere zusammenklauen. Ich darf Sie gleich beruhigen, so gerne ich auch Vorlesungen halte, werde ich das Ihnen heute ersparen und nur versuchen, ein paar Bemerkungen, Anregungen zu diesem Thema des Future Architects zu geben. Und ich werde Ihnen nur drei Bilder zeigen, ist auch gut, ne? Um herauszufinden, also als mir die Frage gestellt wurde, wie sieht eigentlich der Architekt der Zukunft aus, musste ich feststellen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie er aussieht. Das ist ja das Schöne an der Zukunft, dass man sie nicht vorhersehen kann. Und deswegen habe ich ein bisschen nachgeschaut, wie so in der Vergangenheit der Architekt definiert wurde, beziehungsweise wie definiert wurde, was er eigentlich tun muss und was er natürlich vor allen Dingen können muss. Und ich habe Ihnen drei Kronzeugen aus der Vergangenheit zu präsentieren, wenn es funktioniert. Ja, es funktioniert. Der erste ist Vitruv. Nein, das ist irgendwie falsch. Warten Sie mal. Ja, jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. Der erste ist Vitruv. Hier in einer etwas fantasievollen Darstellung, französischen Darstellung des 15. Jahrhunderts, deswegen sieht er auch wie ein Franzose aus. Wie er aussieht, wissen wir gar nicht natürlich, wie er wirklich ausgeschaut hat. Wir wissen nicht einmal, wie er wirklich geheißen hat. Also Vitruv steht fest, ob er wirklich Marcus Pollio geheißen hat, ist nicht so ganz klar. Er hat wohl sein ganzes Leben als Militäringenieur verbracht, als unter Caesar und dann unter Octavian und hat dann ein Buch geschrieben, also die 10 Bücher der Architektur, das so ein bisschen die wichtigste Autorität der Antike als Lehrbuch geworden ist, und er sagt dort, was der Architekt können muss, relativ präzise. Er sagt, er soll Experte und
sein in der Theorie und Praxis des Bauens, also seines eigentlichen Berufs. Und er sagt, als Bautechniker, um es ganz genau zu sagen. Dann sagt er, er muss in jedem Sinn gebildet sein, was auch schön ist. Er muss für das Zeichnen begabt sein, in der Geometrie bewandert. Er muss die Geschichte können. Er muss aufmerksam die Lehren der Philosophen verfolgt haben. Er muss der Musik kundig sein, in der Medizin sehr gut Bescheid wissen, mit der Meinung der Juristen vertraut sein und ziemlich viel von Astronomie und Astrologie verstehen. Also es ist relativ viel, was so an den Architekten herangetragen wird. Und im Grunde zeichnet Vitruv so ein Bild eines, eigentlich eines Generalisten, also von jemand, der wirklich über alles Bescheid weiß, dass, und dieses Allgemeinwissen dann konzentriert eben auf die Bautechnik und auf die Möglichkeiten zu bauen. Der zweite Protagonist, den ich Ihnen präsentieren möchte, ist Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti schreibt so zwischen den 50er und den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts, also mitten in, also in der Frührenaissance, schreibt auch ein Traktat zur Architektur, das auch die 10 Bücher der Architektur heißt und das auch, was damals nicht so ganz eindeutig war, auf Lateinisch geschrieben ist und nicht auf Italienisch. Und in diesem Buch bezieht er sich ziemlich direkt auf Vitruv, deswegen auch 10 Bücher, deswegen auch das Latein, aber er bezieht sich sehr kritisch auf Vitruv. Und das kann man eigentlich sehr schön bei der Definition des Architekten sehen. Zur Zeit Albertis oder das, was Alberti tut, ist eigentlich eine ganz neue Autorität der Architektur zu etablieren. Und obschon Alberti selbst ein Homo Universalis ist, ein völlig vielseitiger Wissenschaftler der über, und Künstler, der über Malerei schreibt, ein Traktat über die Skulptur, ein Traktat über die Familie. Und laut Vasari war er auch ein sehr angenehmer Unterhalter, sehr elegant und besonders liebenswürdig. Und er konnte auch sehr hoch springen. Mehr als die meisten seiner Zeitgenossen. Also ein vielseitig begabter Mann, der aber für den Architekten eine absolute Spezialisierung verlangt. Er sagt, der Architekt, also er gibt auch eine sehr schöne Definition, er sagt, der Architekt ist derjenige, der mit einer sicheren Methode und mit einer absoluten Perfektion in der Lage ist, auf allerbeste Art und Weise die Bauten herzustellen, die für den Nutzen des Menschen da sind. Ich habe das jetzt ein bisschen paraphrasiert, aber das ist nicht so ganz falsch. Also das ist das, was der Architekt tun können muss. Er muss einfach das Wissen haben, um die besten Bauten für die Bedürfnisse der Gesellschaft zu realisieren. Er ist also durchaus auch ein Spezialist und er hat eine Autorität, die Vitruv für sich überhaupt nicht beansprucht hat. Er hat eine Autorität als Architekt, dass er ist derjenige, der weiß, wie man diese idealen Konstruktionen schafft. Also in gewisser Weise ein, wenn Sie wollen, bei Vitruv der Generalist, der alles können muss und zum Schluss bauen können muss, bei Alberti der Spezialist, der Fachmann, der die Autorität hat, aus diesem, natürlich aus einem großen Wissen, etwas, sozusagen die bestmögliche Architektur zu realisieren. Der dritte Kollege, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist Domenico Fontana. Domenico Fontana, also etwa 100 Jahre nach Leon Battista Alberti. Domenico Fontana schreibt eigentlich nur ein Buch, das ist so ein zwischen einem Traktat und einer
einem Bericht der Arbeit, die er für Sixtus V. dann in Rom realisieren wird. Und Domenico Fontana ist wiederum ein neuer Typ von Architekt. Er kommt aus dem Tessin, zieht dann nach Rom, angezogen durch die rege Bautätigkeit, die die Gegenreformation dort betreibt, und geht eine Liaison mit Felice Peretti ein. Felice Peretti ist der spätere Sixtus V. Peretti ist, im Gegensatz zu fast allen anderen römischen Päpsten, kommt er nicht aus einer adligen und reichen römischen Familie. Er kommt aus Dalmatien, ist ein Parvenu. Auf jeden Fall ist er nicht reich. Hat auch viel zu kämpfen gegen seinen Vorgänger, nämlich Gregor dem 13., kommt sogar in Schwierigkeiten, also in finanziellen Schwierigkeiten. Und dieses Zusammenspiel zwischen Fontana und Peretti ist so eng, dass es sogar dazu kommt, dass Fontana ihm eine Zeit lang Geld leiht, also sozusagen seinem zukünftigen Bauherrn, damit er überhaupt das realisieren kann, was er möchte. Das wird ihm natürlich alles dann zurückbezahlt, als dann Peretti, als Sixtus V. Den Petrus-Thron in Rom besteigt. Aber hier haben wir eine andere Figur, und das beschreibt er auch ganz eindrücklich in seinem Traktat. Eine andere Figur, die ein Architekt, der sich wirklich mit einem Bauherrn im wahrsten Sinne verbündet, und zwar auf allen möglichen Ebenen, bis eben hin zur finanziellen Ebene. Wir könnten sagen, ein Treuhänder des Bauherrn, der sich um alles kümmert, eben nicht nur um das Bauen, sondern auch um das Programm, um die Vorstellungen mit dem Bauherrn diskutiert, die hinter, in diesem Fall, der Umgestaltung von Rom unter Sixtus V. Passiert, bis hin eben zur Unterstützung auf jeder, sozusagen auf jeder Ebene des Lebens. Das sind so für mich so die drei, die drei Grundtypen von Architekt, die sich so auch in der Geschichte herausentwickelt haben. Und ich denke, die Frage, wie der Architekt heute aussehen sollte, werden wir dann im Laufe unserer Diskussion versuchen zu schärfen, auch weil ich nicht glaube, dass es eine definitive Antwort gibt. Aber lassen Sie mich doch in einer Minute eine Mutmaßung anstellen. Ich glaube, dass der Architekt heute, unser Beruf ist relativ kompliziert geworden, ich glaube, wir müssen alles drei können. Wir müssen eine allgemeine Bildung haben und eigentlich von allem, von diesen ganzen komplizierten Dingen, die mit dem Bauen zusammenhängen, zumindest ein bisschen etwas verstehen, um die Fäden zusammenzuhalten. Wir müssen im Entwurf eine wirkliche und einzigartige Kompetenz haben. Wie das zu erreichen ist, vielleicht haben wir Zeit, darüber noch zu diskutieren. Und wir müssen wirklich zu Treuhänder unserer Bauherren werden, vielleicht nicht so ganz extrem wie Domenico Fontana, der eben auch ein Darlehen gibt, aber wir müssen von der Programmatik an, die uns vorgegeben wird, bis zum fertigen Bau eigentlich jeden Schritt diskutieren, in Frage stellen und letztendlich in die Richtung optimieren, die zu einer Architektur führt, die wirklich für die Bedürfnisse unserer Gesellschaft geschaffen ist. Ich mache hier erst einmal Schluss und freue mich auf die weiteren Beiträge und vor allen Dingen auf die Diskussion, die wir dann sicher öffnen werden. Danke, Vittorio, für deine Ausführungen und für einen ersten gewagten Ausblick, der noch einiges offen hält. Auf die Diskussion freuen wir uns auf jeden Fall. Ich möchte den zweiten Redner vorstellen, Herrn
Winnie Maas auch kein Unbekannter für Architekten und Menschen, die von Architektur angezogen ist, Gründer von MV-RDV, ein Büro, das weltweit tätig ist, Winnie Maas, Rotterdam, Shanghai. Die Holländer waren schon früh unterwegs mit ihren Schiffen, sie haben schon früh Kolonien besiedelt und offensichtlich ist das im Blut der Holländer, dass man immer noch nach außen strebt und wir kennen auch die holländische Architektur, Kultur und Tradition. Ihr seid definitiv unterwegs. Winnie Maas, Architekt und Städteplaner im sehr großen Maßstab tätig, aber auch in der Lehre tätig, an der TU Delft seit 2008. Und wir an der ETH hatten das Glück, ihn einladen zu dürfen. Ich durfte ihn als Vorsteher einladen, bei uns ein Jahr lang als Gastprofessor zu wirken. Und das ist wichtig, dass eben an den Schulen die verschiedenen Kulturen auf höchstem Niveau eben auch gemischt werden. Er betreibt auch viel Forschung im Bereich Städtebau. Er ist der Direktor von der Y-Factory, auch sein Research Institute, also ein Forschungsinstitut an der TU Delft, das er auch gegründet hat und mit beachtlichen Resultaten, Publikationen auch in der Welt in diesem Sinn unterwegs ist und Theorien hat über den Städtebau, viel gebaut hat, Amsterdam, wir kennen die Bauten und im Ausland. Winnie, ich freue mich, dass du da bist und wie ich verstanden habe, wirst du den Input heute in Englisch geben und dann in die Diskussion wirst du dich in Deutsch einreihen. In diesem Sinn freuen wir uns, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ein Moment. Geht das? Ja, hier ist es. Ich warte auf das Bild. Kann jemand das umsetzen? Oh, das ist es. Es soll doch funktionieren, nicht? Es war geübt. Was ist das Problem? Mehrere Displays? Okay, zu ihm? Hier. Zumachen? Wirklich? Okay. Wie diese? Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist hier, aber es öffnet nicht. Ich weiß nicht, was geschieht heute. Letzter. Now?
Is it working? Nein, ich habe Panik. Ist schwarz. Gut. Okay. Ah. Ich hatte mein... I had started the preparation for the speech in English, so I apologize not to speak it in German. We will do it afterwards. Wir reden dann in unserer Diskussion auf Deutsch, aber es geht nicht mit diesem Fall. Was habe ich getan? What did I do? I was thinking about the future architect, and I, in as already said before, I go also to myself for a moment as a tool to understand a little bit if prognosis can be imagined. So what, Vittorio, what has not been made before, I change from words into images. So statt 3, 200. And that brings also us in a kind of generation that has to deal with a field fault, with enormous amount of things, and that somehow wants to gather that. So I will add to your list, more to that list. What should I be? What can I be? So this is my story, as a way to show you what comes across these days and how I have to be, how I have to perform as such, and what are my roles as an architect, is what I want to say. So what I do, I use the PowerPoints that, say, my office normally makes at the end of the year, where you show what has been happening. Those PowerPoints are mostly fantastic because they show embarrassing images of our performances, because we do it for our Mitglieder, our clients, and so this is not only the heroism of our time that you can see in magazines. No, actually, those kind of overview, the end of the year PowerPoints, I love them. So what did I, when I grabbed and went through all those PowerPoints, I saw different roles of myself. And I start at that way, what is a future architect? What is my future architect? He starts to be, of course, an architectural lover. That's the best start I can make. And then I bring you further that I want to, the next step I want to be is a builder, obviously. And this is an image of the last weeks in Paris, or where you can smell the steel. Well, you can smell the bolts, where I can want to connect and where I love to make that kind of excursion. I love buildings that are not finished at that moment, when you can see the first step of this kind of gestaltung that's coming. And but behind this, of course, is the immediate, say, act of conceptualization. And that's the third role that we need to do. We have to bring things together, as has been said before, and that needs to be conceptualized. So this building was simply a demand by a client, a bank, that wanted a stupid bar, a thing that you always see in France everywhere, and where the optimized ecological. But happily, there was a neighbor on the other side of the street that hated this. So he wanted to open up his perspective, and we served for him in that way this opening up act up to this moment could be made. And that made it possible that this bank, introvert, sturdy, could somehow mitigate and talk with the neighbor. Conceptualization. The next step that I wanted to be is, of course, an investigator. And I still love this slide there, and that has also been done by Herzog and Dumero and other offices, where you compare things every time with clients, with yourself, with your team, in order to find the best. That's investigation in the best, say, traditional sense. And of course, we are drawer. I agree that we all have a profession to start from it, and all we are designers in that way. But designers is the thing that comes afterwards, maybe. I'm proud then to share in this ways, these houses, for instance, where the design, the finishing, turns it almost in the spectacle at that moment. And in the meantime, I'm immediately connected with another word. Because in order to make that, yeah, I had to change the Dutch law, and I had to be innovative with material from this messe to make it somehow, to make that new. Innovation is part of our, and we had a discussion last week with your Stadtpräsidentin in Zurich, who is like really focusing on Stabilität. And there is so much Stabilität in the Schweiz that at a certain moment you forget curiosity and you forget innovation. So that was a political issue, of course, with her, to find out if it's still possible to address that and to make it less invisible
because of course it happens in the hidden walls of the ETH, and how to make that more visible. Innovation, this is as an innovator, we are asked to work in the monumental act for Prada in Amsterdam, and they wanted to open up this facade. What? That's impossible to open up this facade. Eh? The monument committee said that, very strong in the Netherlands, don't do that. So the only thing we did, we changed all the material into glass. And that, I think, was a step to open up that shop, and that you can see how classic building simply becomes beautiful from the inside. It starts to look like this, and this is the perspective that we make from inside to outside. Everything is glass, but made with this kind of classical bricks, and how they mitigate and blend with the new and with the old in that way. Now, in the development near Venice, with a factory to make these bricks, to make them in such a way that they're ecological in that way. So one simple thought, and you have a band of innovation to do. And that's one of the roles that we have to do. Of course, it's more than that. We are listeners in that way. We are not only makers. We want to listen carefully under the most, say, difficult circumstances here, Nördlich von Basel, in Weil am Rhein, with the Behörde, to exactly understand their fear and their power in that moment. That takes me already half of my time to listen. You think that I'm not listening, that's not the case. Sometimes I have to behave like a social worker in that case. Eh? In this case here, in neighborhood in Bordeaux, to get everybody together, to understand what you can do with architecture and to make it possible as such. And even sometimes I become a therapist for my own clients in the, say, almost the best tradition as Fontana might have been in the past. And in the end, I'm a proposer. And I tried to discuss these proposals, of course, with during the time with the clients and with the people that are there. So what's more then? Because of course a building is not itself, and it has a context. And this contextualization has become more and more needed in these days when we travel over the world and be everywhere. I think it's our medium, and I think this Messegelände, this Gebäude von HDM, shows it in a way, the brutality and beauty that is combined to make this fearful enterprise. We try to do that, of course, in Kloten, in the airport, to say the best way to make all your buildings in the future in them is to hide them, and to make this kind of new hill in Switzerland, of course, with an Eishalle, a Kreisförmiges Eishalle, that then sometimes illuminates from this hill, and saying sometimes to me, welcome to the Schweiz, when I would land in Kloten. So this means that context is important, with a certain, of course, side of kind of humor that we could need. There's so much seriousness that we sometimes become traurig, and that we forget that sometimes relativation helps us to survive and to go further. This also says that we are all urbanists. I do think that it's stupid that so many schools only concentrate on architecture and have no clue about urbanism. And yes, urbanism indeed is a wider scale that we can talk, eh? Like here, make the biggest models that are doable and that make that imagination so that the city of the futures could be imagined. Of course, then we become even more communicators, eh? Like here in Bordeaux, where we talk with Alain Juppé to say what is the best neighborhood that we can create for you in the future, one that somehow is contemporary and somehow traditional, or somehow wants to be European as such. And with that, we communicate not only with him, but with a wider audience that turns it into this kind of picture points where you want to celebrate your marriage even in that kind of piece of architecture. That's what we have to touch upon to get that further. And of course, I'm a reactor in that way. This is our latest situation. You think this is the Netherlands, but this is the Schweiz. And it's so typically Schweiz, because it's like a mishmash of nice things and shit. And it's, I'm sorry, but do you love this or not? This is Emmen. And Emmen is kind of neglected, eh? Because Luzern is hot and beautiful and high price. And Emmen is like the most horrible shopping mall of Switzerland. And then now try to innovate with a kind of poor public. So this is the site, more or less. And what has been proposed by you is like a bebouwingsplan, wie diese. And you are constructing a sea of blocks in this game.
That's an interesting issue. Why do you want so many blocks in this world? We discussed this lately. And this, is that needed in this world? Why, at the same hand, there is not a block tradition, if I can see it. So no. Give me blocks. And if you see blocks, what happens then? You get a sea of apartments. Everyone gets the same. 20 million of the same apartments. So I started to imagine if I could say, I go to, from this image, from all these apartments all stacked on top of each other, to twist them and to make apartments that can also be a house, especially for people that have a certain kind of poverty and that want to finance their thing with a kind of perspective that they can make a house and not an apartment in that kind of circumstances. So how can we do that? Can we twist it? Can we make, say, houses of 40 square meters that are four-story high with behinderte issues in under your laws? We can't do that in the Ecke, so we tried to do it. It was impossible. We had to replace them. We shift them to the middle, and in the end, this is the neighborhood that is now going to be built. And to see what kind of houses, what kind of collection I can make, the smallest and the tiniest thinkable, but that all have a roof terrace and a door on the street, and that somehow want to say to live with this contradiction of individualism, on being on at la terre, but also to have certain kind of density in this block frame obsession of the of Switzerland. So this is what happens now, and starts to be under construction in all its variety, that hopefully aims for this kind of gatherings, this kind of life, and addressing in your situation. So you react, that's what I want to do. But urbanism is also facilitating. You're not only like yourself, you facilitate that you can do what you want in that way. And I give you one example that's just under construction here in Rotterdam. This market hall is simply only an arch that stages at that moment like an urban life that I don't know. Maybe similar as here, but somehow connected with that public market that is over there. I know when I enter in the world of urbanism that I still almost become a politician. Yes, we should be more political, is not that. And you could say it's maybe dangerous, and I give an example. When we showed for our minister that how, if we want to have all our Schweine in the Netherlands, then have to make, to have stacked them in this kind of apartment buildings, to show that when this is the current situation of the pig industry in the Netherlands, and this is what we gradually need when we become ecological, that we have to put this Schweine in this kind of beautiful buildings on the coast of the Netherlands. Willkommen to the Niederlande, mit our 40,000 Schweine. But they live under the most beautiful circumstances. They live in villages, they have showers, they have sex, they have drinks, they have the best truffles and apples over there. And what is nice to show, what you might think this is then impossible, and here you can see the same image, now recently made, the comfort class pick stable, after Pultzik, the next architect that wants to do something, and hear how that is, you become an instrument that somehow talks with mayors also to install in under other kind of forms now, in soon in the future, this kind of pick stables in the Netherlands. That's architecture also. That's a role that we should not hide ourselves only in, say, the world of craftsmanship, this kind of traditional discussion that you have in the Schweiz. It's bigger, the perspective. And then I become a visualizer. And I become also in that moment a next chapter. This is a chapter for our architectural history zone. I become also a referencer, one that's not now only, that wants to be future, but thinks about the past. It's fascinating to see how much we share with our colleagues. I see deja vus of buildings that want to be somehow similar because they are part of an operation that's further. Of course, I'm an admirer, and also in this world where you have to be authentic and unique, I think we have to explain more the ones that we love. And this is a secret picture from the house in Bordeaux where I visited Rems House recently to admire that place. Am I then a copier in that tradition? Well, the way of dealing with the past is interesting. It is an enormous list we can do. And here you see our recent, say, shopping mall in the Netherlands, where we made an enlarged farm as a proud element. So the architecture of this farm is
three times as big as a normal farm, but it's as thin as 2 millimeters. And the interior becomes somehow like the gathering of all the history of this village, my father's village in the south. Is originality then not thinkable? So how to be an originator? And even then, I would say that steps of history to the next step can be very precisely analyzed. Here, an existing, almost existing slab in a slab-like environment, and just hanging houses turns it into an innovative composition as such. I have to be a networker. And we are not trained for that in our ETHs and in our TU's. And I still love last discussion that I could have with the Turkish president and my former queen at that moment to network on some of this the relationship in architecture in Turkey and the Netherlands. I want to be a debater, and this is just a picture from the web where someone shot it when I was talking to the AU to talk, to get things done in that way, or Dutch television on the performance of the Dutch to get a new Olympic Games in the Netherlands in 2028 or 2032. In the meantime, I'm also a stylist, because we have to be aware that I need to be different to others. We have to find our own niche markets. So here's some other styles of colleagues that show how, that's why I'm today blue, because they always show a specific kind of performance. That's interesting. What should I do in order to learn and to be find my niche market? And of course, somehow, here the word the changes into a, because somehow to be a leader is something that we should demand from our students in the future. We need to train them to somehow lead and guide. That's dangerous in a bottom-up society, I'm aware. But somehow this kind of overview is needed to do that, and in another snapshot, how I would. But that doesn't mean that I can personify that. Or that mean I need collaborators. And of course, my partners in charge of these crimes are connected to me and are doing. Of course, the team player is more than ever needed. And this is, say, one of our groups, and how we can we then share what we want to do, or how can we stage each other's opinion to make our projects better in that way, to be the team player. And yes, I have to be the economist in that way. An economist to see what kind of markets are changing in our portfolio and where we should go to in that way. This is 2008. Don't worry, I will not show you the current one because of security issues. But that's, this transforms ourselves indeed into hard workers. And it's this is one of those embarrassing shots. Wherever I am or wherever you are, you need to communicate. We do all, but in this kind of circumstances, even more to make that possible. And yes, I become a traveler in that way. So I show you one shot of a week, say last year, when I was starting this project in north of Canada, flew to Hong Kong to get this show going on, having our site visit in Bali for the new resort, and then go directly back to my father's home to start with the construction of the glass farm. And if you see some of what flights patterns you will have in this kind of modus, how many train rides I have to do to Basel and Mannheim in that way, or what I do then in the end by car or by bike, that leads to a substantial amount of displacement, a substantial amount of using fuel, or how much CO2 emissions do I have per year, and how much trees should I plant every year, which I do at the moment, to be honest, in order to compensate that. So my career at the moment is 50 hectares per year, and I expect to have this amount be planted. If I say I will not do this, but if I symbolize this, this means that I need to cover the Stromboli with a forest in that way. So that's a task of that. And if I compare myself to Americans, or to everyone would behave like that, and I did this at a certain moment, where if we all are Americans, we need 4.3 Earths to compensate our activities. Well, if you would all would change into me in that way, then I need, let me see,
750 Earths to compensate that activity. So I'm wasteful in that way, and I have to apologize for that. So I can only exist with 8 million Vinis as the planet in that way. So can we be trained also as a diva is the next one. So this is my performance as a diva. Somewhere on an airport, I think this is even Zurich, and to work in the most embarrassing circumstances. But happily, there are more circumstances I can show. Of course, these are the nice parts, when you have to show your project in Taipei, and when people somehow like you and get a kind of a grasp of what it means. And that's, of course, that we have to train also. How can we somehow like the user or the people that are next to it? And of course, I want to be a winner. Also, and like this slide somehow showed, but I'm aware that also I'm a loser, partly, and that is part of our human life. And especially this morning, when this is into the Dutch newspapers, the situation where we won the competition for the new museum, and at the same amount, because of a mistake of the director of the museum, we are kicked out by the judge and not winning it. That is the drama of being architect. That's the drama of being in the middle of somehow. There is a risk, yes. And of course, you are trained to be riskless. That's a very, you have the best tradition to do that. And so I ruined my career definitely here by being here to make it somehow more visible. And yes, the researcher. That is, I think, I show you one image where we try to make with AXO now a material that is based on different kind of molecules and that becomes all together like a flexible substance. So concrete is not needed anymore. It's like a somehow rubberish that can change its performance, can be stiff and can be opened up. So I can pull away in a wall a basin to get water and to wash my hands. I can pull away some pieces on the ground and turn it into furniture, whatever I want, and a bump below for the neighbor is coming up. That is, I think, a thing that would change radically architecture and that I would like to love. Yes, we are testers in the end. And you could see here that we compare different towers. And what is the best tower and what does the performance of it? Test these things, and that leads to knowledge. And we can help with the current technology to get that some kind of comparison more in. Scriptors are easily things that we have to learn to each other, and that make this is architecture at the moment, and what is behind it. That in this case notates how we can make towers that somehow connect through a series of steps, and that therefore turns into a social device with that kind of beauty, with indeed a zone where I can meet my neighbor instead of being on a distance as such that way. So that is what the new towers could bring, based on that scripting. And then we can, of course, use our software to use these robots, as we do now in UCLA, to don't use the students then to make the towers, let the students make them these robots to make magnificent amount of towers, to have that immediately done. So that means that at that moment, this is our knowledge, to script this robot at that moment. Yes, we become, therefore, more also software developers that I have been showing here in this function mixer, where, say, a certain diversity plus construction cost plus light plus, say, noise will lead to other kind of compositions, and we can manage that much more. We have to be on top of it. And last but not least, I'm a storyteller. And the storytelling is one of the most marvelous things that we can do. Books are still good. I'm aware, and we buy them. So this storytelling, as today, can include suggestions of that future in that way. And we can do that in the end with writing, to notate, and this is this 1 meter of books that we have produced, and I want to explain how this summarization can then happen. At the moment, we work on 3 series in that way. And the first one is what I call the excursion series. It wants, with this book from the past, to explore excursion on density. We want to explore with this book on, say, a capacity. And of course, KM4 soon will explore curiosity and time. I follow Gideon in that way.
in an exact mode, but hopefully in a contextual and current way. There's the second series, the academic series, but this is the pile of things and that somehow describe the future city as such. There are two of them, because one, the future series, is like describing the climate, describing the stupidity in Spain, thinking about numbers, hoping that the Netherlands can get the Olympic Games, allowing speed, thinking about sky cars, theorizing on the totality, be visionary, is what it said. Let's talk about green. And that's imaginal verticality with small diversity. And that grows somehow in all its way to somehow a revelation of the possible future. Second series, it's about gathering that software, you can only do pieces, a zoomer, and a larger, and that's explored in this concept of the space fighter adapted to different regions as such. So, and the third series, the end series, the practice, I'm back to where I started, to the buildings, and which is like a fold out, of course, in monographs. Monographs on urbanism, monographs in commercial terms, which Croquis still is doing very well on it, and monographs, say, by historians at that moment. And we end, and I would like to introduce that now, also with novels. We ask writers to discuss what a glass farm can be, and to turn that into their novel on what architecture can move and notate. Or in the Book Mountain in Spijkenissen, to make a book about noise, basically to celebrate that moment. And with that, I might have made from the builder to the writer a classical recourse, somehow a kind of answer to the former speaker in that way, to make this suggestion of the future architects. To end with, half a minute, all those roles, I would wonder. From sweet to sour, how many lives do I need? Or do we need in that way? And the question has risen, can I maintain everything, behave like a generalist? Is that the conclusion? Or am I somehow also a specialist? Is it only the individual that counts? Or is it actually the collective that counts, where everyone takes, in that generalistic perspective, somehow a slighter, say, specialism within that. And I think that is the painting that I would like to give to you to think about the future architect. Thank you very much for your attention. Thank you. Danke, Winnie. So wie du ein bisschen mehr Flugkilometer zurücklegst als die anderen drei Partner hier auf der Bühne, vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Bilder und Wörter gebraucht. Das ist auch in Ordnung so. Wir danken dir für diesen breiten Aufriss deines Metiers. Und von der globalen Sicht möchten wir gerne eine vielleicht etwas kleinere, im positiven Sinn bescheidenere Sicht aus dem Appenzell abholen. Paul Knill, Zentralpräsident des BSA, er ist Architekt, hat sein eigenes Büro seit den 80er Jahren auch in Herisau. Er startete als Maurer, ein Handwerker, Abendtech und die Weiterbildung an der Kunstakademie in Düsseldorf zum Architekten. Ein ganz anderer Werdegang als von den beiden Kollegen, die im Vorfeld heute gesprochen haben. Paul, ich freue mich, dass du in diesem Sinn auch einspringst für Andrea de Platzes und uns etwas aus der Sicht des BSA, wie vielleicht auch der BSA, in die Zukunft blickt und eine Haltung manifestiert gegenüber unserem Metier, unserem Beruf, unserer Auffassung. Ich freue mich auf deine Statements, bitte. Also, danke. Danke für die freundlichen Worte. Wie Sascha schon gesagt hat, ich springe hier lediglich ein. Ich bin sozusagen der Platzhalter von Andrea de Platzes. Ich kann diese
diese Lücke wahrscheinlich nicht im vollen Format ausfüllen. Ich könnte jetzt anhand meiner Kleidung über meine Herkunft, über die Identität und Verwurzelung eines Architekten, das ist vielleicht ein Stichwort, was noch nicht gefallen ist, also die Gegenüberstellung eben des global tätigen Akteurs und des in Ort verwurzelten Architekten, der von unten nach oben arbeitet. Ich habe insofern als Notlösung ich lese Ihnen das vor, das ist jetzt vielleicht wie ein Kontrast zu den Ausführungen von Winnie Maas, aber der BSA hat im Jahr 2012 sein Leitbild aktualisiert, er beschäftigt sich ständig auch natürlich mit dem Berufsbild des Architekten. Und in unseren Statuten steht das auch. Der BSA befasst sich mit dem Berufsbild des Architekten. Er unterstützt die entsprechende Ausbildung, Weiterbildung und Forschung. Und dann habe ich versucht, anhand eben unserer Statuten, die seit praktisch 100 Jahren nur sehr wenige Veränderungen erfahren haben, das etwas auszuführen im Leitbild, und da ist ein Satz dazu: Architektur nimmt als zusammenführendes Metier eine Schlüsselposition im Bauentstehungsprozess ein. Sie ist für die Sicherstellung der Qualität des Resultats in Gegenwart und Zukunft von maßgebender Bedeutung, gerade vor dem Hintergrund sich wandelnder Rollenverteilungen. Die Architektinnen und Architekten des BSA sind Generalisten, für welche die Gestalt des Raumes von öffentlichem Interesse ist. Punkt 2 oder ein weiterer Punkt aus unseren Statuten: Der BSA informiert über den Beruf des Architekten und dessen Aufgabe in der Gesellschaft. Schwierige Sätze, die ich da konstruieren musste, weil man Dinge so kompakt in einen Satz fast nicht bringen kann, also entschuldigen Sie mich dafür. Für den BSA ist Architektur mehr als die Erfüllung von Anforderungen, die sich aus dem Programm, den Gegebenheiten des Umfeldes und des Ortes sowie den bautechnischen und regulatorischen Rahmenbedingungen stellen. Der BSA hält an einer Autonomie des Architektonischen fest, welches über die Wahrnehmung von Ausdruck und Maß das Verhältnis von Mensch und Raum bestimmt. Das wäre vielleicht so einen trockenen Input in das folgende Gespräch, wo ich, wie gesagt, gern den linken Flügel übernehme. Also besten Dank für deine Worte. Ich möchte die beiden Kollegen auch auf die Bühne bitten. Und wir wollen kurz. Bitte wohl, vielleicht Vittorio hier, Vini, Paul. Vittorio. Sascha. Man entfernt mich von dir. Gut, machen wir das so. Ist nicht Vittorio. Das ist wunderbar. Vitruv Alberti Fontana. Ich möchte da etwas nachhaken. Bei Alberti bin ich etwas sensitiv, denn ich glaube, er hat einiges auf den Punkt gebracht. Und bei Alberti kommst du auf den Spezialisten. Das heißt, Vitruv erwähnt den Generalisten, der unser Beruf eigentlich darstellt, alles zu wissen, breit zu sein. Bei Alberti findest du den Spezialisten, das möchte ich noch etwas ausgedeutscht haben. Und bei Fontana kommen wir eigentlich in, sagen wir, mehr soziale Fähigkeiten, so wie wir sie eigentlich auch im Gespräch und im Vortrag von Vini gehört haben. Aber geht denn das, Spezialist sein und gleichzeitig Generalist? Das ist ja eigentlich in sich ein Widerspruch. Das funktioniert ja gar nicht.
Was sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt Spezialisten oder sind wir Generalisten? Hat jetzt Alberti recht oder hat jetzt Vitruv recht? Bitte, Vittorio. Also du weißt ja genauso wie ich, dass ich mit diesen drei Sternen von älteren Kollegen natürlich das Ganze überspitzt und vereinfacht habe. Alberti ist ja nicht jemand, der sich sozusagen nur mit Architektur befasst hätte. Wie gesagt, er hat über Malerei nachgedacht, er hat selbst sogar gemalt, er hat über Skulptur nachgedacht, er hat über die Gesellschaft nachgedacht. Aber zum Schluss sagt er, ich brauche eine Autorität, ich brauche eine bestimmte Kenntnis, eine ganz besondere Kenntnis, die anderen nicht haben über Architektur. Das ist sozusagen der Spezialistentum, den Alberti vertritt, den ich übrigens auch vertrete. Und das ist ein Spezialistentum, der nicht mit Scheuklappen arbeitet, nicht sozusagen nur die eigene Disziplin betrachtet, sondern aus den anderen Disziplinen etwas herausdestilliert, was aber der Architektur ganz spezifisch ist und was man dann sozusagen nur selber kann. Und ich glaube, das muss man schon tun, weil, also so schön es wäre, sozusagen ein absoluter Generalist zu sein und alles zu können, das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir haben mit unserem Beruf schon genug zu tun. Also sind wir quasi Spezialisten im Generalistensein, so habe ich jetzt verstanden. Und dazu braucht es einige Fähigkeiten in technischer Hinsicht, in historischer, geschichtlicher Hinsicht und auch vor allem im Bereich von wahrscheinlich auch sozialen Fähigkeiten. Winnie, man weiß ja gar nicht, wann du arbeitest. Jemand, der am Ende 220.000 Kilometer zurücklegt und wenn ich bei meinem Auto schaue, im Durchschnitt bewege ich mich mit meinem Auto mit ungefähr 34 Stundenkilometern pro Jahr. Der Computer sagt mir das. Also es ist ja nicht wahnsinnig effizient. Also am Ende ist das wahrscheinlich auch nicht so effizient. Aber bei dir stehen ja die sozialen Fähigkeiten, Social Skills, nenne ich das mal, oder? You're a lover, du bist ein Conceptualizer, du bist ein Politician, du bist ein Leader, du bist ein Kollaborateur, du bist ein Teamplayer, du bist ein Economist, was zu beweisen wäre, du bist eine Diva, das hast du bewiesen, du bist ein Winner, das wissen wir. Aber es sind soziale, sind sehr soziale Fähigkeiten. Wo bleibt denn das Handwerk? Wo siehst du das? Wo ist Craftsmanship? In meinem Computer. So, das ist, man öffnet es und dann die PDFs kommen hinein, wo diese Sachen dann doch übersetzt worden sind. Ich wollte doch das Antwort auch mit Vittorio ein bisschen oder, zurückgehen in diesem Diskurs. Ist es möglich, zwischen Vitruvius, Alberto und Fontana zu wählen oder ist man eine Kombination? Und wir haben ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten für diese Kombination, dass du auch vorschlagst und das eigentlich du untersuchst heute. Das erste ist, dass mit Hunderttausenden von Architekten in der Welt hat man eine riesen Kollektion von möglichen Interpretationen. Jeder macht es anders, jeder benachdruckt etwas anderes, um diese, sag mal, Verbindung zu etablieren. So, das ist das Wichtige. Ich kann es nicht generalisieren, völlig, das will ich auch nicht. Mehr dann immer wegen Kommunikation, wegen unserer Facebooks und so weiter, ist diese Kollektion von spezialistischen Generalisten eine der Möglichkeiten, um das zu etablieren. Das zweite ist das Wort das Büro. Man hat ein Büro. Ein Büro ist nicht eine Person, aber es sind 80 Leute. Und was ist dann eine gute Kombination von Leuten, kann man sich fragen. Um, sag mal, ähnlich wie die Kollektion der unendlichen Interpretationen der Individuen, wie kann man das auch auf einem Büro das tun? So ein Wort wie MVRDV ist auch eigentlich kein Wort, ist auch kein Slogan, aber es ist doch ein Slogan. Und vielleicht wollte ich das doch ändern in zwei Jahren, dass wir sagen, es ist nicht MVRDV, aber MVRDV. TV XYZ, so dass es auch weitergeht und dass es auch diesem Öl wie ein Öl Ding, dass es möglich ist. So das ist okay. Dann am letzten Ende. Warum finde ich sozial
Vielleicht in diesem PowerPoint ist das Wort sozial eigentlich ein Kernwort. Das ist, ja, das ich, für mich ist das persönlich natürlich eine der schönsten Sachen, die man machen kann, um etwas mit Leuten etwas zu machen. Und das kann man dann mit einem Gebäude, aber das kann man auch tun mit anderen. Und das hat so, das ist wie eine Biodiversität von Möglichkeiten, die eigentlich die Motor sind für Kontinuität, für Unendlichkeit. Ich bin Landschaftsarchitekt bei Nature. Für Unendlichkeit und für kontinuierte Möglichkeiten. Und das ist, denke ich, das ist für mich die Schlüssel. Also du überwindest diese Biodiversität des generalistischen Generalisten, indem du einen größeren Maßstab ansetzt. Du sagst 80, mit 80 Menschen im Büro, die alle unterschiedlich sind, die verschiedener Herkunft sind, die wahrscheinlich verschiedene Ausbildungen haben, kriegst du es hin, du als Leader, passionate Leader, diese verschiedenen Disziplinen im eigenen Büro unterzubringen. Ist das vielleicht die Zukunft, dass wir uns direkt als Architekturbüro, wie du es genannt hast, dass wir uns zusammentun mit den verschiedenen Disziplinen? Ist das ein Weg? Vielleicht ist es ein Modell, was tun wir nach dem, sag mal, dem ZZB, das sind, was tun wir nach dem Alter von sag mal, einer Gesellschaft, wo jeder für sich selber arbeitet. Das ist heute. Wir haben so viele Leute, die Spezialist sind und eigentlich sie bringen das in zu Kollektiven wieder. Mhm. Eigentlich denke ich auch, das wirkt ein bisschen ein als das Modell, aber doch will ich es konzentrieren in, und nicht so, dass das, sag mal, unser Grafiker irgendwo in Neuseeland ist. So, diesem Bedürfnis, um das zu konzentrieren, aber zu kombinieren mit solch einem Netzwerkgedanke, Netzwerkgesellschaft, das ist, was du hier siehst. Paul, ja, ich kann. Geht das auch in Heris auf? Ich kann da vielleicht anknüpfen. Wir haben hier den Winnie Maas vor uns, das ist eine Person. Ja. Er hat uns viele Bilder gezeigt und eine unglaubliche Vielfalt und eine unglaubliche Diversität in seinem Schaffen. Ich stelle jetzt aber eine These in den Raum. Er ist eine Person, wir sind eine Welt. Wir sind, und die Welt ist eine Nullsumme, sage ich jetzt mal. Man diskutiert ja auch darüber, dass unser Beruf immer komplizierter wird, also dass wir mehr Technik und Einflüsse politischer Art oder dass die Einflüsse immer komplizierter werden. Vittorio hat Alberti und Vitruv zitiert. Ich denke, dass diese Bücher, die sind auch sehr komplex. Sie sind in der Summe, glaube ich, auch ein riesengroßer Reichtum, der geht einfach auch sehr stark in die Tiefe. Und beispielsweise äußert sich Alberti sehr schön über Bauschäden, wie man damit umgeht und so weiter, oder über die Vitruv, über die Herstellung eines Flachdachbelages etc. Also das Feld war auch damals sehr weit gestreut und ich möchte hier den Bogen schlagen, auch zum Persönlichen und zum einzelnen Menschen, ob er in Tausenden von Kilometern in der Welt umherfliegt oder auf seiner kleinen Wiese im Appenzell in seinem Horizont in die Tiefe geht. Das ist eigentlich qualitativ, das hat beides seine qualitativen Gleichwertigkeiten, würde ich jetzt mal sagen, wenn das ernsthaft geschieht. Und so geht es auch mit unserem Metier und unserem Beruf und unserem Bild vom Beruf, verschiedene Verankerungsmöglichkeiten in der ganzen Welt oder eben im Kleinen, wo man etwas mit Ernsthaftigkeit und Liebe, ist ein gutes Wort, bewegt. Aber Vittorio, was tun wir mit diesem Vielfalt? Was das ist, ja, wir können allen sagen, ja, es gibt ein Vielfalt, hè? Das bin ich auch. Das ist auch völlig gut. Aber sollen wir das dann theoretisieren, konzeptualisieren? Was die heutige Vielfalt, diesem Kultur der Vielfalt, ist das notwendig?
Also, ja, ich glaube schon, dass wir uns, also ich weiß nicht, ob man das theoretisieren kann, aber ich glaube schon, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Lass mich mal vielleicht zwei Dinge sagen. Also ich antworte gleich auf deine Frage. Das erste ist, wenn wir hier jetzt von Komplexität unseres Berufs sprechen, also ich möchte wirklich nicht den Eindruck erwecken, dass ich denke, also schon bei Alberti war es kompliziert, so ist es, so geht es einfach weiter. Wir haben es wirklich mit einer wahnsinnigen Veränderung zu tun, der Komplexität des Berufs. Und das, was du gezeigt hast, Winnie, ist eigentlich eine Antwort darauf. Weil, meine, Alberti musste für Herrn Rucellai einen Palast bauen. Herr Rucellai wusste ziemlich genau, was er wollte. Die Typologie war relativ festgelegt. Er hatte 2-3 Materialien zur Verfügung, eigentlich höchstens 2 Konstruktionsarten. Und das Geld floss relativ direkt von der Kasse von Herrn Rucellai ins Bauen. Also es war noch, ich will nicht sagen, dass das jetzt simpel war, aber es war noch relativ einfach. Wenn wir jetzt, ich meine, ich kann jetzt von meiner bescheidenen Erfahrung, aber wenn wir jetzt für Audi oder für BASF arbeiten, also die haben überhaupt keine Ahnung, was sie wollen eigentlich. Also wir müssen wirklich überhaupt das Programm mit denen mühsam entwickeln, teilweise verändern, weil es keinen Sinn macht, die Bedingungen schaffen, damit überhaupt irgendetwas Vernünftiges kommt. Also es ist alles wirklich sehr, sehr viel komplizierend, ganz zu schweigen von dem, was wir alle kennen, dass wir halt 100.000 Materialien zur Verfügung haben, unendlich viele Konstruktionen, dass man welche auch dazu erfinden kann. Also das ist wirklich, glaube ich, eine neue Situation, die auch irgendwie eine neue, um deine Worte zu benutzen, Leadership verlangt. Das ist da unterschiedliche Modelle. Ich meine, wir haben in unserem Büro genau das Gegenteil, das Modell von euch. Also wir sind in Mailand zu dritt und in Zürich zu viert. Also relativ bescheiden und arbeiten, können trotzdem relativ große Dinge machen, wenn wir zum Beispiel mit Kollegen arbeiten. Hier steht einer auch, mit dem wir zusammenarbeiten und wir einfach so ein, um wieder deine Terminologie zu benutzen, Networking machen, denke ich, im besten Sinn des Wortes. Aber eine Sache ist nicht gefallen und vielleicht ist das ein Terminus ist nicht gefallen und vielleicht ist das die, also aus meiner Sicht ist das ein bisschen die Antwort auf die Vielfalt, auf dieses everything goes, everything is possible. Du hast ja eine ganze Auflistung gemacht, ich auch am Anfang, was der Architekt alles sein muss, kann, doch soll. Aber ein Terminus ist überhaupt nicht gefallen und das ist Intellektueller. Und ich glaube, das ist wirklich das absolut Entscheidende in dieser Welt der Vielfalt, der jeglichen Möglichkeiten, dass wir auch, wie soll ich sagen, also was ist ein Intellektueller eigentlich? Also es ist keine klare Berufsbezeichnung, aber das ist jemand, der, ich würde sagen, der professionell über die eigene Zeit nachdenkt, wenn wir diese Definition durchgehen lassen. Und ich glaube, wir müssen schon sozusagen aktiv in Übereinstimmung mit den Werten, von denen wir überzeugt sind, und das sind sicher unterschiedliche zwischen uns, vielleicht auch nicht ganz so unterschiedlich, wie es auf den Anschein haben mag, die Ziele auszuarbeiten, die wir mit der eigenen Arbeit verfolgen wollen. Also es ist nicht alles möglich, das heißt, es ist theoretisch alles möglich, aber wir müssen, glaube ich, uns die Strukturen entwickeln, und das müssen wir übrigens auch den Studentinnen und Studenten vermitteln, um über diese Ziele nachzudenken und diesen Spielraum der Möglichkeiten, die wir mit der Architektur haben, der eben nicht mehr durch physische oder ökonomische oder andere Dinge eingeschränkt ist, um das doch einzuschränken oder zumindest in Übereinstimmung zu bringen mit diesen Werten. Sonst sind sie wirklich Hampelmänner, die alles tun, was man uns sagt oder was uns einfällt, was ja fast noch schlimmer wäre. Aber da könnten wir doch jetzt die Frage stellen, gleich auch an dich, Vittorio. Du bist beinahe seit 20 Jahren in der Ausbildung tätig, du bist Lehrer. Ist denn die Ausbildung zu diesen intellektuellen Werten zurzeit überhaupt noch adäquat? Tun wir das Richtige an den Schulen, um diese jungen Menschen dahin zu bringen, wo sie, wie es Winnie erklärt hat und erzählt hat vorhin, tun wir das Richtige? Ist das polytechnische Prinzip das richtige Prinzip? Ist das Prinzip der Akademie? Gibt es ein Rezept oder müssen wir etwas ändern? Wie siehst du das?
Also wir müssen sicher einiges ändern, weil, wie du genau weißt, lieber Herr Ex-Vorsteher, könnte man zum Beispiel an unserer Schule einiges verbessern. Das wissen wir. Ich meine, ja, ich war auch Ex-Vorsteher, also das heißt, deswegen weiß ich das auch. Aber ja, also ich denke, das tun wir schon ein bisschen, nicht? Ich meine, indem wir sozusagen auch als Lehrer dastehen und zwar auch nicht nur als, sag mal, als abstrakte Lehrer, sondern auch als Persönlichkeiten, die auch einen Standpunkt einnehmen, tun wir genau das. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir den Studentinnen und Studenten sozusagen unsere Position sehr deutlich präsentieren, sie auch in Relation setzen eben zu einer Welt von Werten und sie dadurch in die Lage versetzen, diese Position in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Insofern finde ich unsere polytechnische, um deine Frage zu beantworten, unser polytechnisches System viel sympathischischer mir persönlich als das System der Akademien, wo es einfach so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis ist. Ich meine, die guten Leute, um die muss man sich jetzt sowieso nicht kümmern, die werden tolle Architekten, egal wie blöd ihre Lehrer sind. Aber für die, sagen wir, für das Mittelmaß müssen wir schon gute Instrumente entwickeln und ich glaube, da sind wir nicht auf ganz falschem Weg. Also offensichtlich ein Erfolgsrezept. Winnie, wenn du noch 100.000 Kilometer draufhaust im Jahr und jetzt eine eigene Architekturschule starten könntest morgen, wie würdest du das tun? Ha. Ich bin sehr froh mit der White Factory heute. Ich gehe zurück zuerst nach Vittorios Bemerkung. Entschuldigung. Weil da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das Handwerk hast du auch noch nicht beantwortet. Nein, ich habe zwei Sachen nicht beantwortet. Im Handwerk und der Intellektualismus. So, das würde ich auch gern, das hat, wenn Sie das auch sagen, habe ich gesagt, das stimmt. Warum habe ich das nicht getan, ist eine Frage. So, ich gehe zurück mit Ihnen, ich war 18 Jahre, 19 Jahre, und ich ging in die Schule, in der Technische Hochschule zuerst. Und ich war intimidiert von den Professoren, völlig. Du kannst nichts machen, es ist Technik, es ist Haustechnik, es ist Gesetze, es ist, ich sage, wow. Das ist zu viel. So, aber das hat mich geholfen. Ich hatte eine Obsession bekommen, um alles zu überwinden. Das ist der erste. Der zweite, sag mal, diese Intimidierung kam von dem East Coast von United States. Weil auf diesem Moment war in der East Coast von der US war alles intellektuell. Man hatte Eisenman und so weiter. Und das war so intimidierend, weil das Niveau von Denken war so groß. Wie kann ich das beantworten, ist dann die Frage. Das faszinierte mich. So, was war meine Antwort? Zuerst zu der ersten Intimidierung, also um alles zu überwinden. Und das zweite, Intimidation, das habe ich, dass ich gesagt, okay, ich will nicht intellektuell reden, aber ich will intellektuelle Antworten geben in diesem Vielfalt. Um dann mit dem Realisierung. So, es war eine pragmatische holländische Haltung auf diesem Moment, diesem Intellektualismus von dem East Coast zu beantworten. Und dann ist das natürlich, was soll dann meine Schule sein? Hoffentlich gibt es in der Zukunft eine unglaubliche Vielfalt von verschiedenen Schulen, dass mein Risiko wirklich anders ist. Dan de ETH. Of dat Yale eigenlijk nog veel anders is dan de TU Delft. Dat is weer eigenlijk goed zijn. Waarom? Omdat is het niet het enige model. Daarmee is het, dan kan ik ook, of mijn zoon, die kan ook wählen waar je heen wil. Je kan het combineren. Maar dat heißt etwas. Dat dan zo is een waal geven, dat is natuurlijk in de polytechnische omwereld, dat is een vielfalt. So kann man doch in diesem Vielfalt wählen. Soll dann die MIT sich nur konzentrieren in Robotics und die ETH vielleicht nicht so viel? Soll Princeton dann auf diesem Moment nur auf Theorie der Geschichte sich konzentrieren? Nicht nur, aber damit, das ist eigentlich eine Gedanke, die ich dazu habe. Und das Letzte, was ich mit diesem Intimidierung beantworten will, ich bin gegen Montessori-Schulen. Also, weil das ist ein holländisches oder deutsches Ding, wo man jeder
Kind so sanft behandelt, dass es dann, das wirkt nicht in Europa am Ende. So, das ist eigentlich mit diesem Spektrum, den Spielraum der Möglichkeiten, bitte kein Montessori-Spielraum. Danke, also du hast ja, glaube ich, so eine Schule mal gebaut, wenn es mir recht ist. Also in dem Sinn können wir deinen Antworten vertrauen. Paul, ja, ist dein Einsatz hier zu dem, was du gehört hast? Also es wurde vorher über Intellektualisierung gesprochen und über ganz am Rande noch über Werte. Und ich möchte eigentlich hier auch noch eben diesen Aspekt in den Raum stellen. Also wo ist schlussendlich der Platz für Berufsethos eines Architekten? Es, bei all seinem Tun stehen im Hintergrund Werte und wie positioniert sich der einzelne Architekt zum ethischen Bereich seines Tuns und zur Verantwortung gegenüber der Städte und du hast das etwas angetönt, es hat schon einen ethischen Hintergrund, dass man aufzählt, wie viele Kilometer man macht, wie viele Bäume, dass man als Ersatz pflanzen sollte. Also wo liegt der ethische Stamm unseres Berufes? Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Haben Sie eine Antwort auf? Ich habe nur eine sehr kleine Antwort. Also die liegt erstens einmal bei sich selber. Ja. Und ich stelle fest, natürlich in unserem Verband oder in einem Architektenverband wie dem BESA hat die Ethik einen großen Stellenbereich. Also man fühlt sich verantwortlich für den öffentlichen Raum. Also das ist durchaus ein Verantwortungsbewusstsein, das zu spüren ist, oder? Aber wie weit geht denn Ethik? Soll ich noch einen Park machen vor Putin, ja oder nicht? Können Sie mich empfehlen? Ja, genau. Es geht teilweise um diese Frage. Winnie, erzähl uns doch über deinen gesellschaftlichen Beitrag, den du leistest als Architekt innerhalb der 220.000 Kilometer. Was ist der gesellschaftliche Beitrag deines Schaffens? So, ich habe das Wort Biodiversität, vielleicht ist das für mich ein wesentliches Begriff, und Biodiversität hat zwei Gedanken. Eigentlich ist es ein Spiegel zu Vitruvius und Alberto. An einer Seite geht es völlig über Verschiedenheit und Verschiedenheit weiterzuentwickeln, durch Specialization, durch Ergleichung. Und das ist auch interessant, ich glaube, dass Saskia Sasse das einmal gesagt hat, wenn man die Städte zum Beispiel differenziert, dann gibt es doch Zusammenhang. Und warum? Weil dann hat Basel einen Spezialismus, so ich soll hier hingehen, aber ich kann hier keine Kühe kaufen, so das soll ich irgendwo anders tun. Und das finde ich, das hilft, um eine Stabilität und eine Zusammenarbeit zu machen. Und das shakes hands von Konzept Biodiversität mit aller Vielfalt, auch mit einem sicheren Zusammenhang. Und das wird natürlich studiert in Biodiversität. Man hat, warum ist ein Tier dort und nicht dort? So, das Modell fasziniert mich, auf welche Weise das. Und das ist eigentlich natürlich auch altmodisch, das existiert schon lange, Orde und Chaos. Und Vitruvius versus Albert und Van Eyck gegenüber Kohlhaas. So, damit gibt es natürlich eine eternelle Observation, aber vielleicht findet sich das heute mit unseren anderen Maßstäben, mit unseren anderen technischen Möglichkeiten, mit unseren anderen politischen Umständen doch eine Umsetzung, die wir brauchen können und ein System von Denken in diesem intellektuellen Raum, das ich damit vorschlage. Aber das ist natürlich ein Vorschlag für heute. Mhm. Mit deiner Frage kann man doch noch zwei Stunden reden. Kannst du etwas anfügen zu dem, was Winnie gerade postuliert hat, Vittorio? Bist du mit dem einverstanden? Also mir fällt immer etwas zu Winnie ein. Nein, vielleicht zwei Präzisierungen. Zunächst mal muss man ja feststellen, Winnie, dass
dich die Einschüchterung, der du unterworfen wurdest in deiner Jugend, eigentlich nicht sehr geschadet hat, wenn man sieht, was da herausgekommen ist. Ne? Aber nur das zur Schule. Nein, aber wichtiger ist, wenn ich von einem intellektuellen Architekten spreche, denke ich nicht unbedingt jetzt an, an diese theoretischen Konstruktionen von Eisenmann, die mir ja ganz gut gefallen, aber die ich eigentlich nicht verstanden habe, sondern ich denke schon daran, an, dass man als Architekt oder auch um deine Frage, also den Studierenden, die Instrumente vermitteln muss, um eben zu gesellschaftlichen Fragen, die jeder wirklich für sich selbst beantworten können muss, weil diese ethischen Fragen wirklich auch sehr persönliche Fragen sind, um im Verhältnis dazu sozusagen seine Entscheidungen zu treffen und seinen Weg zu finden. Ich glaube, das ist wichtig. Ich bin nicht für einen richtigen und falschen Weg, aber ich bin dafür, dass dieser Weg reflektiert ist, dass man also nicht jetzt Biodiversität erstellt, nur weil man die Bilder von Winnie Maas so toll findet und ich möchte auch so schöne Bilder machen, sondern dass das wirklich aufgrund einer letztlich rationalen Überlegung und auch einer rationalen Entscheidung, die sozusagen auch eine Frage der Kompatibilität mit der eigenen Person, mit der eigenen Persönlichkeit ist, dass man sie auf diese Grundlage die Entscheidungen trifft. Winnie, du bist mir noch eine Antwort schuldig über das Handwerk. Du kennst mich, ich bin so ein Wadenbeißer, ich lasse dich nicht los. Was spielt das Handwerk in dem Ganzen für eine Rolle? Spielt es überhaupt noch eine Rolle? Du hast gesagt, ja, wir sind im Computer, das kann es ja nicht sein. Das, zwei Gedanken. Handwerk ist so wichtig, dass ich das, dass für mich ist das eigentlich normal in unserer Profession. So, man redet viel auch in den Niederlanden, was ist dann die Rolle von der Architekt? Er soll Fachmann sein und am Ende nur konzentrieren auf das Handwerk. Und das soll dann nicht, sag mal, in diesem Bio, für mich ist das ist normal. Wenn du ein Architekt sein will, dann brauchst du Kenntnis über Materialien und Details. Und das soll man auch lernen. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Handwerk, das Wort Handwerk ist natürlich, hat eine andere Position, hat sich übersetzt. Wenn wir diese Dinge machen in Venedig, ja, das ist doch, dann brauchen wir für 6 Wochen 2, 3 Leute, die jeder, die untersuchen, was ist möglich mit diesem Glas, um das zu, das finde ich auch Handwerk. Oder wenn wir eine Software machen, um für ein Viertel heute in Amsterdam eine Weise zu entwickeln, wo man, sagen wir, diese Verschiedenheit, diese Vielfalt entwickeln kann, ja, das ist auch Handwerk. Und dann brauche ich vielleicht 4 Monate mit 6 Leuten, um dann wirklich diesem Ding zu machen. So, das ist eine Kombination von 2 Antworten, die ich dann an dich geben kann, wo das ist. Dann stelle ich die Frage mal nach Herisau. Wie sieht es denn da aus mit dem Handwerk? Ist das noch was? Brauchen wir das? Tja, erstens erlaube ich mir die Bemerkung und den Hinweis auf Le Corbusier, der in seiner Biografie gesagt hat, er sei ein Maurer, der Latein gelernt hat. Mit Blick auf meine Biografie, ich bin mindestens Maurer gelernt. Latein habe ich nicht gelernt, aber damit ist ja eben dieses Handwerk gemeint. Also es ist natürlich so, wenn man, ich lebe ja ein bisschen in einem Paradies. Also wir haben im Appenzellerland hervorragende Holzbauspezialisten, Ingenieure, Handwerk, auf das man sehr direkt zugreifen kann. Und das ist für unsere kleinen Dinge, die wir produzieren, sehr wertvoll und sehr schön zu arbeiten. Vittorio, Handwerk? Ja, mich brauchst du ja nicht zu fragen. Doch, mache ich trotzdem. Ich möchte die Präzisierung von dir hören, öffentlich. Die öffentliche Präzisierung. Ich glaube, wir dürfen nicht vermischen. Das eine ist das Handwerk, worüber wir jetzt reden, das ist das Handwerk,
das wir gar nicht beherrschen, weil wir können nicht Glasbausteine herstellen, wir können nicht schreinern, wir können natürlich einen Dialog mit diesen Handwerkern führen, die richtigen Dinge auswählen, und das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe. Und das ist für mich ganz fraglos, dass Architektur einfach so viel mit Materialien und Materialisierung zu tun hat, dass dieses Handwerk eine ganz zentrale Rolle spielt, beispielsweise so, dass man an Orten, wo es dieses Handwerk wirklich gibt, wie in der Schweiz, dass man das wirklich auch dann benutzen kann, und wo es das nicht gibt, dass man einfach Dinge erfinden muss, die sozusagen dieses Handwerk, also ich will nicht sagen, ohne dieses Handwerk auskommen, aber mit sehr viel einfacheren materiellen Bedingungen auskommen. Aber ich glaube, es gibt noch etwas mehr. Ich glaube, es gibt wirklich ein Handwerk der Architektur. Es gibt ein Handwerk der Komposition von Gebäuden, wie eine Treppe zu einem Eingang steht, wie der Eingang zur Gesamterschließung des Gebäudes steht, wie die Typologie eines Gebäudes zur Stadtform steht. Und ich glaube, das ist auch ein Handwerk, das wir in der Schule lernen müssen. Und ich glaube sogar, das ist eine der ganz wenigen Dinge, die man wirklich an der Schule lehren kann. Besten Dank. Ich sehe, die Zeit ist schon mehr als weit fortgeschritten. Und ich möchte mir zwei, drei Bemerkungen zusammenfassender Art erlauben. Ich habe in dieser Runde gelernt, der Architekt ist ein Intellektueller, der Werte erkennt und erhält. Ich habe gelernt, dass er an vielfältigen Schulen ausgebildet werden soll, was auch geschieht. Und ich habe gelernt, er ist ein Generalist, der innerhalb einer immensen Biodiversität führen kann und zusammenhalten kann. Und gleichzeitig ist er ein Spezialist, der die Instrumente kennt, um gesellschaftliche Fragen zu erkennen und auch Antworten darauf zu geben. Und außerdem ist er um sein eigenes Handwerk bemüht, dieses weiter zu vermitteln, und er kennt das Handwerk, welches mit dem Bauen zu tun hat, und entwickelt es weiter. Er ist so ein Fertilizer innerhalb dieses Systems. Paul, ich schaue da drauf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schau dahin. Da steht's nicht. Darf ich dir das Schlusswort geben? Ja, es wird kein Schlusswort größerer Art sein. Ich möchte mich einfach herzlich bedanken für das Interesse, das man vielleicht auch daran abmessen kann, dass die Sitze immer noch voll besetzt sind. Ich wünsche Ihnen noch, bedanke mich natürlich bei den Referenten, bei der ETH Zürich. Ich kann da einiges mitnehmen für mich. Ich hoffe, das gilt auch für Sie. Ich wünsche einen guten Tag. Auf Wiedersehen.